Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kairo. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir zuletzt hier waren, weil es doch schon wieder ein paar Tage her ist seit der letzten Aufnahmesession. Ich weiß nur noch, wir haben jetzt hier Teleporter aktiviert und können jetzt da zu ein paar verschiedenen Tempeln oder Denkmälern zurückspringen. Ich denke mal, wir müssten jetzt hier hochlaufen, aber ich sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Mal gucken, ja. Moment. Ach ja, und was mir noch aufgefallen ist, falls jemand die Folge 9 sucht, die ist mir leider auf irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund abhanden gekommen. Also ich konnte sie nicht mehr wiederherstellen, die ist verloren gegangen. Aber ja, kann man jetzt halt auch nichts machen, aber ja, ist halt so. Kurzer Rede und so hier, ja. Was war denn hier? Da raucht's irgendwie, aber ich habe keine Ahnung mehr genau, wo wir zuletzt waren. Absolut nicht. Okay, das hat jetzt hier viel gebracht, das sind wir nur irgendwie hochgelaufen. So. Ah, nein! Ach! Das war ein Schritt zu weit. Jo. Aber hier können wir ja nicht sterben, hier werden wir halt einfach dann zurückgesetzt. Ist ja kein Problem. So, wo geht's denn jetzt hier eigentlich weiter? Hier können wir auch noch durchgehen, hier können wir runter. Da können wir zu dem Bauwerk. Ah. Ja gut, jetzt bin ich hier runtergehüpft. Ah, hier könnten wir wieder hochlaufen. Na, was soll's mehr? Gucken wir, ob es was hier ist. Ich gehe mal hier gleich mal rein. Also hier können wir rumlaufen. Da gibt es nichts Besonderes. Hier gibt es jetzt wieder mal ein Tor. Gucken wir doch mal hier rein, was wir da haben. So. Ja. Ne, wer sich auch wundert, dass der Speicherpunkt jetzt zur letzten Folge nicht ganz stimmt. So ganz akkurat speichert das Spiel hier nicht immer die Speicherpunkte ab. Kann sein, dass man ein bisschen weiter zurückgesetzt wird, aber man verliert in dem Sinn keinen Fortschritt. Man hat, man muss halt nur noch mal wieder ein Stück laufen. Also so richtig hundertprozentig haben die scheinbar nicht gesetzt, die Speicherpunkte hier. So, was müssen wir denn hier machen? So, hier können wir hoch. Ne, hier ist nichts. Ja, hier können wir erstmal einfach hier hochlaufen. Ja, ja. Da schwebt auch irgendein großes Gebilde in der Luft rum. Da ist auch nochmal ein Gebilde. So, jetzt scheinen wir oben zu sein. Hier ist eine Säule. An der Säule ist nichts weiteres Auffälliges. Da wäre ein rosa Tor. Gutes Tor. Ich glaube immer die Farbe, was dahinter der Raum für eine Farbe hat, das zeigt sich dann alles an, als ja, verschwommenes Bild hier. Das ist ja eigentlich hier wie so ein Ereignishorizont hier. Hatten wir ja schon Stargate, ne? Und so. Der eine oder andere kennt es bestimmt. So, gehen wir hier durch. Ja, rosa. Okay, hier können wir wieder hier entlang hochlaufen. Da haben wir eine riesen sechseckige Scheibe mit mehreren Sechsecken innen drin. Sieht fast so ein bisschen aus wie ein Spielbrett von der Siedler von Catan. Und hier haben wir das gleiche nochmal auf dem Boden. So, das wird wahrscheinlich dann unser Rätsel sein. Mal schauen, was wir da machen sollen.
Wenn wir dann mal auf ein Feld laufen, dann ändert sich das hier in dunkelgrau. Ja, das hier oben ist praktisch dasselbe wie hier jetzt am Boden. Aha, jetzt sind die wieder hell geworden. Wenn ich da drauf gehe, wird es dunkel. Ja, nur die Frage ist, in welcher Farbe wie die jetzt dann stehen sollen. Ich probiere mal, wenn ich die jetzt alle hell mache oder so. Senke das hier auch. Ne, also das Feld hier bleibt so dunkel. Ja, eigentlich dürfte es ja nicht schwierig sein hier. Da passiert nichts. Jo, jetzt habe ich sie alle hell gemacht. Aber passieren tut halt gar nichts. Wenn ich sie dunkel mache, auch nicht. Ob die Töne da noch irgendwas zu tun haben, in welcher Reihenfolge wir die Felder irgendwie andersfarbig machen müssen. Weil es macht immer einen anderen Ton, wenn ich hier drüber laufe. Ja, aber... Wenn es jetzt hier irgendwie Musikquiz ist, ja, dann habe ich eh schon verloren. Weil, so gut bin ich nicht hier in Tonsachen. Ich meine, ich kann auch ein Instrument spielen, aber jetzt in der Hinsicht irgendeine Tonfolge und dann das Nachahmen, ja, das habe ich nicht so drauf. Jo, aber ich sehe hier gerade auch wirklich nirgends irgendwie eine Information, wie das hier zu lösen ist. Naja, gut. Ich denke, wir lassen das jetzt erstmal. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Hinweis oder vielleicht auch diese Melodie oder was man da braucht, ja, um das einzustellen, richtig. So. Gehen wir hier wieder zurück. Sollen wir die ganze Treppe nach unten laufen oder können wir da irgendwie abkürzen? Ja, ich glaube, können wir doch ein bisschen abkürzen. Also ich habe jetzt hier keine Lust, hier wieder ewig runter zu laufen. So, wir haben eh keinen Fallschaden, von daher ist es wurscht. Und da hinten, können wir da noch irgendwas, ist da hinten noch? Ah, noch eins dieser komischen Symbole. Was auch immer die Leiste hier unten bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Oder was passiert, wenn man hier mal alle Symbole gesammelt hat? Ich denke, ich habe eh schon irgendwie das eine oder andere übersehen. Ja. Bis jetzt ist jetzt hier ja noch nicht viel passiert, wie das wir herumgelaufen sind. Und ein Rätsel hatten, wo wir nicht lösen können momentan. Aber warte mal, ach, da ist Wasser. Ach, das verstehe. Ich meine, wir waren in der letzten Folge irgendwo, wo eine Tonfolge gespielt worden ist. Ich meine, mir war so. Was ist da? Da hinten ist, glaube ich, nichts näher. Bestätigt, da ist nichts. So, hier können wir hochlaufen. Ja, dann gehen wir. Ach, Telefon, das interessiert mich jetzt mal gerade gar nicht. Aber ich muss mal kurz hier wegdrücken. So. Das brauche ich jetzt gerade mal gar nicht hier. Ignorieren wir einfach. So, was haben wir hier? Okay, da ist ein Labyrinth auf Boden abgezeichnet. Müssen wir das vielleicht so abgehen, damit das irgendwas auslöst? Also hier wird der Eingang. Ich da mal so entlang laufe.
Ja. Hier rum. Jetzt hier. So. Ja, gebracht hat es jetzt gar nichts. Ja, hätte ja sein können. Hier müsste doch noch irgendwo was sein. Ja, ich laufe einfach mal planlos durch die Gegend. Warte mal, was ist denn da oben noch? Da irgendwas? Nö, nicht wirklich, da waren wir gerade. Einfach irgendwelche Säulen. Dahinter war doch auch nichts. Wo sind wir da eigentlich? Warte mal, da oben geht's noch rüber. Vielleicht können wir da irgendwas machen. So. Vorhin sind wir da runtergegangen. Jetzt gehen wir einfach mal nach oben, würde ich sagen. So, hier und hier. Schauen wir mal hier rüber. Was wir hier finden vielleicht. Oder auch nicht. So. Ah ja, hier höre ich eine Tonfolge. Ja, nur die, wie soll ich mir die merken? Ich sehe mir irgendwie fast aufnehmen und nebenher abspielen. Das ist aber ein bisschen blöd. Also hier wäre ein Eingang. Und da geht es wahrscheinlich wieder zur Säule da. Ja. Aber bevor wir hier irgendwas mit der Säule oder uns das Lied hier anhören, was auch immer da gespielt wird, würde ich mal sagen, wir gehen mal in das Gebäude rein. So, okay. Was haben wir hier Schönes? Eine Kugel irgendwie mit Bildern drin. Hier oben hängt noch so eine Sphäre rum. Hier haben wir hier unten auch so eine Vertiefung hier. Mit einem Ring. Hier ist. Nee, das ist nur ein Spalt. Okay. Ja, hier fällt Licht rein. Da haben wir mal wieder unseren komischen Kopf hier, unseren Unbekannten, wie ich ihn genannt habe. Und ja, da haben wir wieder mal so ein Symbol hier. Dem können wir aber auch nichts weiteres machen. Ja, ah ja, da hängt noch so eine komische Kugel. Und hier oben hängt, ja, so ein Kreis. Was ist denn da jetzt in dem einen Abteil hier noch? Okay, hier ist auch wieder das Symbol. Okay, weiters macht es aber nichts. So, was können wir hier? Können wir gar nichts? Gute Frage, was es hier alles bringt. Oder kann ich hier irgendwo hinhüpfen? Nee, da komme ich, das bringt gar nichts. Ja, gehen wir halt wieder raus. Ist auch nichts im Moment, vielleicht später noch. Ja, gut, und dann gehe ich halt mal zu der Säule. Warte mal. Ah, hier, im Moment, hä? Sind wir da nicht rübergekommen?
Oder nicht? Nee. Oder doch? Ah, doch, da sind wir rüber gekommen. Jo. Also, dann gehen wir jetzt mal zu dieser Säule rüber, wo Töne aus von sich gibt. Jo. Und was die uns jetzt genau hier für Töne vorgibt, das werden wir jetzt gleich mal in der nächsten Folge anschauen. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.